Ich werde euch heute die Grundelemente zeigen, die wir brauchen, um mit GarageBand ein Hörspiel aufzunehmen. Dabei behandle ich die Punkte Audio bzw. Stimme aufnehmen, Audiodateien, zum Beispiel Geräusche, importieren, schneiden und arrangieren. Eine Hör- und teilbare Audiodatei exportieren bzw. abspeichern. Ich werde nicht auf die Musikfunktion von GarageBand eingehen, für die es eigentlich gemacht ist. Im Folgenden hört man mein fertiges Audioarrangement. Hello, children. Which animals do you hear? Please record your answers in whole sentences, save the project and send it back to me via AirDrop. Wir starten GarageBand, indem wir das GarageBand-Symbol mit der Gitarre antippen. Dies ist die Verlaufsansicht unserer zuletzt benutzten und abgespeicherten Projekte. Um ein neues Projekt hinzuzufügen, tippen wir rechts oben auf das blaue Plus. Dadurch wird ein neues Projekt hinzugefügt. Jetzt gibt es hier ein Menü, in dem wir verschiedene Musikinstrumente auswählen könnten. Da wir eine Audioaufnahme machen wollen, wählen wir den Audiorekorder und tippen mittendrauf. Hier im Audioaufnahmemenü können wir uns verschiedene Mikrofone für die Aufnahme auswählen. Für eine klare, unverzerrte Aufnahme wählen wir uns das Mikrofon Narrator. Es ist auch möglich, durch Wischen nach links oder rechts andere Mikrofone einzustellen. Auf der linken Seite sehen wir den Aufnahmepegel. Hiermit können wir einstellen, wie laut unsere Stimme aufgenommen wird. Für eine gelungene Aufnahme ist es wichtig, dass sich der Mund ungefähr 10 cm von dem Mikrofon entfernt befindet. Je nach Sprechlautstärke ist es nun wichtig, sich den Regler für den Pegel so einzustellen, dass der Ausschlag nicht übermäßig in den roten Bereich ausschlägt. Sonst bekommen wir eine übersteuerte und somit verzerrte Aufnahme. Als nächstes müssen wir das Metronom ausstellen. Das Symbol für das Metronom ist dieses hier oben rechts. Wenn wir es nicht ausstellen würden, würden wir während der Aufnahme ein stetiges Metronomschlagen hören. Wenn wir drauf tippen, wird es ausgegraut und ist damit nicht mehr aktiv. Um eine Audioaufnahme zu starten, drücke ich auf den Record-Button. Nun wird ein Countdown ausgelöst, der von 1 bis 4 runterzählt und dann fange ich an zu sprechen. Hello children, which animals do you hear? Wenn ich fertig mit meiner Aufnahme bin, drücke ich auf den Stop-Button. Dieser blaue Balken, den wir hier oben sehen, repräsentiert unsere Audioaufnahmelänge. Da GarageBand ein Musikaufnahmeprogramm ist, wird die Länge der Aufnahme in Takten gemessen. Hier oben sehen wir voreingestellt 8 Takte. Wenn wir längere Aufnahmen machen möchten, drücken wir auf dieses weiße Plus hier rechts, wählen 8 Takte und automatisch. Nun stoppt die Audioaufnahme nicht nach 8 Takten, sondern kann eine unbegrenzte Länge haben. Um eine Übersicht über die Dateien und Aufnahmen zu erhalten, die sich in unserem Projekt befinden, drücken wir hier links oben auf den Spuren-Button, der ein bisschen aussieht wie eine Mauer. Dadurch wechseln wir von der Aufnahmeübersicht in die Spurenübersicht. Hier sehe ich nun meine soeben gemachte Aufnahme. Ich möchte dieser Spur eine weitere Audioaufnahme hinzufügen. Die neue Audioaufnahme beginnt dort, wo ich diesen Marker setze. Nun wechsle ich wieder in die Audioaufnahmeansicht. Nun starte ich wieder eine Aufnahme mit dem Record-Button. Please record your answers in whole sentences. Wenn die Aufnahme nicht gelungen oder unvollständig ist, können wir die Aufnahme mit diesem Pfeil zurück wiederholen. Sie wird wieder an der gleichen Stelle, an der wir den Marker gesetzt haben, anfangen. Nun starte ich die Aufnahme erneut. Please record your answers in whole sentences, save the project and send it back to me via AirDrop. Wieder zurück im Spurenmodus kann ich meine Aufnahmeschnipsel weiter bearbeiten.
Ich möchte euch zeigen, wie ihr eure Audioaufnahmen trimmen oder schneiden könnt. Hierzu füge ich nun erstmal eine weitere Datei hinzu, um beide Verfahren nacheinander demonstrieren zu können. Um ein Audioschnipsel zu trimmen, wähle ich die Datei an und links und rechts entsteht ein Anfasser, mit dem ich die Spur verlängern oder verkürzen kann. Ich verschiebe ihn so, dass der Teil der Aufnahme ohne Ausschlag verschwindet. Um einen Audioschnipsel zu schneiden, muss dieser zuallererst angewählt sein. Dann wähle ich mit dem Marker die Stelle aus, an dem ich den Schnipsel schneiden möchte. Wenn ich den Marker an die passende Stelle gesetzt habe, tippe ich auf meinen Audioschnipsel. Nun sehe ich weitere Funktionen und ich wähle Teilen. Nun muss ich noch die kleine Schere am oberen Rand des Schnipsels nach unten ziehen. Jetzt ist der Schnipsel an dieser Stelle geteilt. Den Teil, den wir nicht benötigen, können wir löschen. Auf der linken Seite befindet sich der Einstellungsbereich für die Spuren. Hier können wir einzelne Spuren stumm schalten oder einzeln abspielen lassen. Außerdem können wir die Lautstärke für die einzelnen Spuren bestimmen. Diese Einstellungsoption kann mit nach links und rechts wischen eingeblendet und ausgeblendet werden. Durch das Drücken auf den durchgestrichenen Lautsprecher auf der oberen Spur ist diese ausgegraut und wird nicht abgespielt. Um Audiodateien bzw. Geräusche hinzuzufügen, benutzen wir die Loop-Funktion. Über den Reiter Apple Loops können von Apple bereitgestellte Soundbibliotheken heruntergeladen werden. Über den Punkt Mehr Apple Loops laden finden wir verschiedene kostenfreie Soundbibliotheken. Dies kann Musik, aber auch Geräusche enthalten, wie zum Beispiel diese Spielekiste, die sehr viele verschiedene Geräusche enthält. Über den Reiter Dateien können zum Beispiel heruntergeladene Audiodateien hinzugefügt werden. Man findet online viele Webseiten, die kostenfrei Geräusche zum Download anbieten, wie zum Beispiel geräuschesammler.de. Um diese Geräusche in GarageBand zu importieren, wählen wir den Punkt Durchsuche Objekte in der App Dateien. Hier sehen wir einerseits unseren Verlauf und können andererseits mit dem Reiter Durchsuchen unsere Ordnerstruktur durchsuchen. Wenn wir eine Datei ausgewählt haben, erscheint sie hier in unserer Übersicht. Wir tippen unsere Datei an und halten einen Moment, bis sich das Symbol verändert. Nun können wir sie rüber in unseren Projektordner ziehen und eine neue Spur mit ihr erstellen oder einer vorhandenen Spur hinzufügen. Man kann mit zwei Fingern die Ansicht der Spuren verändern, um einen besseren Überblick zu bekommen. So kann man nun sein gesamtes Stück arrangieren. Die Soundschnipsel, die untereinander in den Spuren stehen, werden immer gleichzeitig wiedergegeben. Ich habe noch eine weitere Datei hinzugefügt, die als Hintergrund für den Mittelteil dienen soll. Hören Sie sich Ihr Arrangement immer wieder an, um zu überprüfen, ob es so ist, wie Sie sich es vorstellen. Um unser Arrangement und alle unsere Einstellungen in der Projektdatei zu sichern, tippen wir links oben auf das Blatt Papier mit dem Eselsohr. Dadurch wird unsere Projektdatei gespeichert. Hier sehen wir nun unsere Projektdatei in der Verlaufsansicht. Wir können sie umbenennen. Wir tippen lange auf unsere Datei und ein Menü erscheint. Hier gehen wir auf Umbenennen. Wir haben jetzt die Projektdatei und ihre Einstellungen gespeichert. Um eine Audiodatei zu exportieren, die wir später anhören und teilen können, tippen wir wieder lange auf unsere Projektdatei. Dann kommt dieses Menü und ich gehe auf den Punkt Teilen. Nun wähle ich Song. Hier kann ich eine Qualität auswählen. Das wirkt sich hauptsächlich auf die Größe der Datei aus, die wir dann eventuell verschicken wollen. Wir bleiben bei hoher Qualität, gehen auf Teilen. Jetzt gibt es eine Besonderheit, da es leider einen kleinen Fehler in GarageBand gibt, müssen wir nicht auf in Datei sichern gehen, wie man sich das denken würde, sondern auf Öffnen in. Jetzt wird der Song exportiert.
Und jetzt können wir auf In Datei sichern gehen. Hätten wir das nicht gemacht, wird die Datei, die erstellt wird, leider nicht funktionieren. Also tippe ich auf In Datei sichern. Jetzt kann ich mir einen Ordner aussuchen, in den ich das speichern möchte. Ich kann mit dem Ordner und dem Plus-Symbol sogar einen neuen Ordner erstellen. Zum Beispiel den Ordner Aufnahmen, in den ich jetzt meine Datei abspeichere. Jetzt drücke ich den Home-Button, um zu meinem Homescreen zu kommen. Mit der Dateien-App kann ich meine Ordner durchsuchen. Ich finde meine gespeicherte Datei in dem Ordner, den ich eben erstellt habe. Hier kann ich sie auswählen und mir auch anhören. Hello, children. Das rechts oben befindliche Kästchen mit dem Pfeil nach oben steht auch in dieser App für die Teilen-Option. Hierüber kann man diese Datei zum Beispiel per AirDrop oder Mail teilen. Viel Spaß beim Erstellen eurer Audioformate.